Und damit begrüße ich auch die YouTube-Zuschauer recht herzlich zu Conan Exiles. Ohne Purge aktuell, Gott sei Dank. Ach je, die Purge, na das war ja was. Aber hey, hat alles einen Vorteil. Och, Nachbar steht vor der Tür, wunderbar. Hat alles so seine Vorteile. Denn wir können noch mal ein bisschen warten, bis unsere Tierchen hier fertig sind. Wie sieht's eigentlich aus mit denen? Hallo, Tierchen. Oh, super, die sind fertig. Die sind fertig! Wir haben zwei Tiere! Yay! Das heißt, wir sind künftig perfekt verteidigt. Ja, wir können uns wehren. Wir können uns gegen einfallende Barbaren wehren. So. Super Nashorn. Dich stelle ich einfach mal hier so hin. Super Nashorn. Ja. Ja. Ich nenne dich. Keine Ahnung, kann ich dir einen Namen geben? Ja. Dich nenne ich Willi. Willi. Willi das Nashorn und keine Ahnung. Keine Ahnung, wie nenne ich denn das Vieh? Das ist einfach nur hier Hans. Hans der Jaguar. So, Hans der Jaguar und Willi. Und wir sollten auch noch so einen Futtertrog bauen. Gleich mal. Also, Basis ist verteidigt, alles gut. Ne? Uns wird hier... Siehste, das Nashorn hier zieht schon ab. Das Nashorn weiß ganz genau, wenn es mir blöd kommt, gibt es Stress. Mit Willi und Hans. Hans und Willi machen dieses Nashorn fertig. Deswegen geht es auf Nummer sicher und haut sofort ab. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Würde ich nicht anders machen, um ehrlich zu sein. So, gut, wir brauchen eine Futterkrippe und dann bauen wir weiter an unserer Basis. So ein bisschen und gehen auf Abenteuer und was weiß ich nicht noch alles. So, wir müssen auf jeden Fall heute wieder ein bisschen farmen. Ich mache das ja immer, gilt jetzt für die YouTube-Zuschauer, ne? Ich mache das immer privat sozusagen. Das zeige ich nicht immer. So. Das gefällt mir aber gar nicht hier. Bauen wir nochmal ein bisschen aus. Ja, komm, machen wir nochmal 10 Stück. Und dann kommt da das Happa-Happa rein. Für unsere kleinen Tierchen. Für unsere zwei kleinen Schweinchen. So. Machen wir hier mal so ein bisschen nach vorne eine Reihe noch. Ein Tempel möchte ich auch demnächst bauen. Am liebsten wäre mir ein Jog-Tempel. Was anderes können wir noch gar nicht bauen. Für den anderen müssen wir erst nochmal hier so ein bisschen in die Wüste laufen. Das könnten wir aber heute auch mal machen. Das schadet überhaupt nicht. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ah, noch eins. Komm, eins geht noch. Ein Fundamentelchen. So. Wunderbar. Dann rollen wir uns zurück. Lach nicht so blöd. Sonst kracht's, mein Freund. So. Gut, dann bauen wir einfach hier mal nur mal vorläufig, ne? Die Futterkrippe hin. So, ernährt sich von Willi. Ne, warte. Willi ernährt sich von Fleisch. Ne, nicht Fleisch. Pflanzen. Willi ernährt sich von Pflanzen. Müssen wir Pflanzenfasern mal eben holen. Weil haben tun wir keine mehr. Alter, das Nashorn hat die Treppe benutzt. Wie geil ist das denn? Hopp. So, einmal was für Willi zum Schnacken. Weiß es nicht, ernährt sich von Willi. Willi ernährt sich von Willi? Nee, ich weiß nicht. Passt das so? Wird das rausgegeben an Willi? Ich hoffe es. Ich habe mich mit diesen Futterkrippen noch nicht beschäftigt. Dementsprechend habe ich auch keine Ahnung davon. Oh, hier ist noch Fleisch. Sehr gut. Und ganz viel Mist. Den können wir brauchen für... Ich glaube, für Landwirtschaft. Ne? Ich glaube. Ich glaube, daraus können wir Dünger oder so herstellen.
So, und dann schmeißen wir doch einfach noch das Fleisch rein und dann müsste das eigentlich... Wobei, ich könnte es eigentlich theoretisch den Viechern auch einfach geben, ne? Aber hast du Hunger? Hm. Also aktuell haben die auch gar keinen Hunger, ne? Ich vermute mal, die werden automatisch was futtern, wenn sie Hunger haben. Jo, ist ja gut. So, was skillen wir denn Schönes? Ich würde ja ganz gerne noch ein bisschen weiter in Stärke investieren erstmal, damit wir nicht ganz abkacken. Dann würde ich jetzt sagen, lass uns doch auf eine gefährliche Reise gehen. Erstmal ohne Tierchen. Wer weiß, vielleicht finden wir ja noch so ein Tierchen, so ein kleines auf dem Weg. Auf jeden Fall, Willi und Hans werden bewachen. Willi und Hans werden den Laden sauber halten. So muss das nämlich. Also ich weiß nicht, ob sie ihn sauber halten. Die werden wahrscheinlich schon auch ein bisschen kacken und so. Aber im Großen und Ganzen werden sie den Laden sauber halten. Bin ich mir ganz sicher. Und ich wiederum gehe jetzt Richtung Mitra-Lehrer. Dann haben wir schon mal die zweite Gottheit. Und da muss ich mich jetzt nicht aufs Knochenfarmen versteifen. Aktuell hatte ich nämlich so ein bisschen Pech mit den Knochen. So, sieht gut aus. Wir laufen einfach weiter in diese Richtung. Ich habe natürlich wieder mal keine Fackel dabei. Fackeln sind was für Loser. Habe ich ja schon mal gesagt. So. Ja. Na, endlich. Den nehmen wir uns mal mit, den Obelisken. Auch wenn wir... Ja gut, wir sind in der Nähe von Sepameru. Wir können theoretisch die ganze Verderbnis relativ schnell entfernen wieder. Oh oh. Ja, ich würd gerne mal die Stärke... Naja, das geht ja sogar. Das geht... Aua. Das geht ja sogar. Das geht ja sogar. Das ist ja sogar in Ordnung. Also wir sind wieder so ein bisschen im Game. Wir können uns zumindest gegen irgendwelche wilden Tierchen schon mal verteidigen, die uns angreifen. Nicht alle, aber viele. Aber ich würde auch gerne mal testen, wie es gegen Steinnasen so aussieht. Die sollten eigentlich kein Problem darstellen. Oh. Ja, natürlich kommt da der Kollege dazu, die Stinkesau. Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Irgendwie greifen die sich gegenseitig an. Aua. Ey, die greifen sich gegenseitig an. Hi, Offi. Auf welchem Server spielst du? Auf meinem eigenen. Die geben sich gegenseitig auf den... Ich meine, so ein Vieh haben wir schon mal besiegt. Das ist jetzt nicht das Problem. Jawohl. Die sind immer für gute Erfahrung gut. Ich weiß jetzt leider nicht. Wir müssen das jetzt leider so machen. Oh, Steinnasenkönigkopf. Cool. Wir müssen das jetzt leider so machen. Ich habe die Spitzhacke vergessen. Aber hey, Köpfe. Köpfe zum Aufhängen. Wuhu. Der Fingerzahnfels. Und der sandunterspülte Pass, weil es zu lustig ist. Oh. Ja gut, also mit dem lege ich mich jetzt mal lieber nicht an, ne? Muss ich jetzt aber ernsthaft eins weiterlaufen, ne? Ist voll blöd. Das Gute ist, auf dem Weg können wir ein bisschen Wasser auch auffüllen dann. Beim Mitra-Lehrer. Ich weiß nur nicht, wie es mit den NPCs dort... Huch, was war das denn?
Waren das wieder die Rolling Stones? Sind die wieder zurück? Skorpion, Schlange, ja, die kleinen Schlangen. Ja, wobei. Weiß ich nicht so genau. Ja, doch, die sind in Ordnung. Die kleinen kriegen wir weg. Vor den großen. Da ist eine große gewesen. Vor den großen habe ich ein bisschen Angst. Ja, vor allem diese Vergiftung macht mir immer Sorgen. So, Wildfleisch. Die Vergiftung macht mir halt echt. Die haut halt böse rein, ne? Und wenn du da gegen eine stärkere Schlange kämpfst. Holla die Waldfee. So, hi. Moin. Na, alles fit bei euch? Ja? Tach. Ich habe gehört, ihr findet Mithra ganz dufte. Ich übrigens auch. Ich wusste gar nicht, dass Mithra-Anhänger so nicht so gut aussehend sind. Muriela, die Künstlerin. Mithra upon you, Pilgrim. Moin. Why you come to this land to seek atonement for the sins of your past life? Perhaps not. Natürlich. Ich möchte. You have the haunted look of one who seeks dominion or escape, or both. Those paths are dead ends, Pilgrim. The path of Mithra is the one true path. Ja, dem stimme ich natürlich absolut zu. Once I was deaf to the words of the divine, Pilgrim. Mhm. Like you, I wandered aimless. But Mithra chose me, spoke to me, offered me a purpose. Glaube ich gern. I did not understand the nature of the task. Ja. Mithra ist spitze. Deine Kirche ist klasse. Yes, yes. Yes, 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 yes. Mithra ist super. Ich geh heim. Oh, Wiesenschlange! Die anderen Typis da. Oha. Werwolf. Okay. Ich glaube, wir haben unsere Ruhe. Eigentlich könnten wir auch gleich das Kind von Jebal Sack mitnehmen, ne? Vom guten Balsackmann. Ich meine, in den Dungeon brauchen wir jetzt noch nicht gehen, aber das Kind können wir schon mal besuchen. Oh. Hey Kind, wusstest du, dass bei dir Skorpione sind? Oh. Miese Brise. So. Come to me. You have nothing to fear of me, human. I am simply lonely as I await my return to the misty lands. I would like to talk. Ja, gib mir einen Trank der Mitternacht, können wir auch schon mal mitnehmen, ne? Einmal schadet nicht. To you, human. Your kind find no kinship in the unnatural. Ah, ich finde dich todessexy. My brother Impisi summoned me from the misty lands. We are bound by flesh. Ah, das sah doch auch mal besser, oder? Sah er nicht mal besser aus? Asked of me power that could not be given. He took my silence for disobedience. Forth from his camp in a wrath. I simply wish to return to my realm, but Impisi will not allow it because he thinks I am withholding information. Gibt's irgendwas? Nee. Es hat sich echt viel getan an Conan Exiles. Das muss man einfach mal immer wieder betonen. Ich war lange nicht mehr online. Ich meine, es ist immer noch dasselbe Spiel, aber vor allem in Sachen Schwierigkeit, finde ich, hat sich was getan.
Es wirkt ein bisschen herausfordernder, was ich gut finde. Warte mal, ist das wieder so ein Vieh, das so geil EP bringt? Ja. Hallöchen. Lass Erfahrung springen. Oh nee, das ist ein anderes Vieh, oder? Das ist ein bisschen... Der scheint ein bisschen größer zu sein. Und er scheint... Er scheint festgebackt. Er wirkt festgebackt. Free Loot. Ich meine, den würden wir so auch schaffen, ne? Aber als Free Loot gefällt er mir noch besser. Wobei, das ist, glaube ich, nochmal ein größerer, oder? Jetzt muss, ich sollte jetzt nicht arrogant werden. Ich sollte nicht arrogant werden. Das Problem ist, dass wir den nicht immer treffen. Kann er einem ja schon leid tun, wie er da um sich wirbelt, gefangen in den Steinen. Der arme Kerl. Andererseits haut er auch echt hart zu. Und bis in die Nacht hinein kämpften sie. Bombardiner und der Steinnasenkönig. Sie kämpften um Ruhm und Ehre. Sie spielten ein Schachspiel des Todes, bei dem es nur einen Gewinner geben konnte, nämlich Bombardiner. Denn der Steinnasenkönig kämpfte mit Handicap. Der Arme. Ah, der ist schon ein bisschen größer als die anderen. Es gibt scheinbar mittlerweile mehrere Größen von den Königen. Komm, lass dich jetzt endlich umbringen. Jawohl. Der hat sicher viel EP gebracht. Ist auch wieder ein Steinnasenkönig gewesen. Ja, Dämonenblut, das nehmen wir gerne an uns. So, war ein sehr, sehr harter Kampf. Ich würde sagen, wir haben uns die Heimreise jetzt redlich verdient durch die Nacht.